Egal, ob du etwas verkaufen willst, einen Mietvertrag schreiben möchtest, eine Partnerschaft oder Kooperation eingehen willst, es entscheidet zum Schluss deine Überzeugungsfähigkeit. Und daher ist es plausibel, dass eine ganze Reihe von Methoden am Markt angeboten werden. Einige davon sind seriös und ehrlich und andere eher nicht. Andere wollen dich dazu ermutigen, den anderen zu manipulieren, etwas zu suggerieren, damit der andere mit einer geringen Überzeugungsfähigkeit trotzdem mit dir einen Deal startet. Und ich glaube, dass du hier einen Unterschied machen kannst, indem du eine ehrliche Art und Weise findest und auch selbst abbildest, die andere überzeugt. Und um diese ehrliche Methode des Überzeugens dir plausibel darzulegen, habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, das du vielleicht kennst, aber ich dir nicht wünsche. Und zwar geht es hier um einen Verkehrsunfall in der Mitte. Hier sind also zwei Fahrzeuge ineinander gefahren. Und jetzt kommt die Polizei und befragt nicht nur die Fahrer, sondern sucht noch Zeugen. Und es melden sich drei verschiedene Zeugen, nämlich Zeuge A, B und C. Der Zeuge A stand direkt an der Fußgängerampel, hat beide Fahrzeuge kommen sehen, hat das Verhalten gesehen, die Geschwindigkeit gesehen und hat auch den Zusammenstoß beobachtet und hat auch gesehen, wie der Fahrer des einen Fahrzeugs die Flucht ergriffen hat. Diese Person, dieser Zeuge A, hat also 100% an Informationen gesehen und gehört und wahrgenommen. Die Person B hat nur ein Fahrzeug kommen sehen, hat zwar gesehen, dass es zu schnell war und hat später auch den Fahrer weglaufen sehen, aber der Zeuge B hat gar nicht gesehen, wie diese Fahrzeuge ineinander gestoßen sind, hat nicht gesehen, wer wem genau die Vorfahrt genommen hat und wie der genaue Ablauf war. Der Zeuge B hat also nur 50% der Informationen von der gesamten Situation am Unfallort wahrgenommen. Und der dritte Zeuge, der ging schon über die Fußgängerampel, hörte es nur hinter sich quietschen und knallen und drehte sich dann um und konnte jetzt erst sehen, dass der Unfall bereits geschehen war. Das heißt, vom eigentlichen Unfallhergang hat er nichts mitbekommen. Deshalb spricht man also beim Gericht oder auch in der Unfalltheorie von einem sogenannten Knallzeugen. Er hat keine Information bis zum Knall und dann dreht er sich um. Das bedeutet also, der Richter, der Staatsanwalt, die Ermittlungsbehörden haben die Aufgaben herauszufinden, welcher Zeuge ist überhaupt ein echter Zeuge, ein belastbarer Zeuge. Und das ist garantiert nicht der Knallzeuge, der nur gesehen hat, was dann tatsächlich übrig war, nachdem der Unfall passiert ist. Der echte Zeuge ist hier der 100% Zeuge, der alles gesehen, den Tathergang vollzogen hat. Und das ist hier ein Teilzeuge. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Überzeugungswert zu tun? Nun, ich frage dich zurück, was denkst du, welcher dieser drei Zeugen überzeugt den Richter am meisten, wie es abgelaufen ist? Das bedeutet also, in dem Wort überzeugen steckt tatsächlich das Wort Zeuge mit drin. Und ein Zeuge ist nicht jemand, der sich etwas denkt, wie es gewesen sein könnte, der eine These, eine Interpretation, eine willkürliche Bedeutungsbeimessung, das waren die Alliierten und die Außerirdischen, die haben sich ein Luftduell geliefert und dann fiel der Komet runter und das hat diesen Autounfall möglicherweise verursacht. Das will das Gericht nicht wissen. Das Gericht will nur wissen, Fakten, was ist gesehen worden, was ist gehört worden, was ist in welcher Reihenfolge passiert, um dann möglichst genau den Ablauf, den Unfallhergang abbilden zu können. Und was will dein Kunde von dir? Was will dein Geschäftspartner von dir? Dein Kunde will auch nicht irgendwelche Fantasiegeschichten, sondern der Kunde will hören, welche Erfahrung hast du selbst mit dem Produkt gemacht? Welche Erfahrung haben andere Menschen mit der Dienstleistung gemacht? Dein Geschäftspartner will wissen, durch deine Reputation, welche Erfahrungen haben andere Geschäftspartner vor ihm mit dir gemacht. Und der Kunde will generell wissen, welche Erfahrungen andere Menschen im Markt mit dir gemacht haben. Das heißt, dein Überzeugungswert steigt vor Gericht, wenn du alles weißt und alles gesehen hast. Und dein Überzeugungswert als Verkäufer, als Geschäftspartner, als Unternehmer, als Mensch generell steigt proportional damit, dass du Informationen weitergibst, die du selbst wahrgenommen hast. Wenn du also ein Mensch sein möchtest, der immer mehr andere überzeugt, sei es als Lebenspartner, sei es als Mieter für eine Mietwohnung beim Vermieter, sei es als Geschäftspartner oder als Verkäufer, der ein Lösungsversprechen, ein Nutzenversprechen abgibt, dann ist es deine Aufgabe, möglichst viel Informationen zu beschaffen und entweder dem anderen zu geben und mitzuteilen oder selbst in Storys und Beispielgeschichten oder Reputation abzubilden. Also wenn du beispielsweise Nutzfahrzeuge verkaufst, dann macht es Sinn, dass du dich damit auseinandersetzt, einfach mal eine Runde mit drehst und der entsprechenden Anwendung das Fahrzeug auch führst.
Wenn du Dienstleistungen verkaufst, dann macht es Sinn, dass du die entsprechende Dienstleistung selbst einmal nutzt, dass du selbst als Kunde den gesamten Prozess verstehst. Egal, was du also verkaufst, übe dich darin, mehr Informationen, mehr Fachwissen, mehr Methodenwissen, mehr Sozialkompetenzen auch in der Übertragung der Informationen zu erlernen. Sei also ein echter Zeuge, der das weitergibt, was er weiß. Und so wirst du andere auch überzeugen von dem Wert, von dem Nutzen, den du, deine Produkte, deine Dienstleistung geben werden. Aber noch besser als deine eigene Zeugniskompetenz, also das wiederzugeben, was du genau weißt, sind dritte, unbekannte, neutrale Zeugen, die beispielsweise Erfahrungen gemacht haben mit deinen Produkten, mit deinen Dienstleistungen und dann bereit sind, dich zu bewerten, eine Rezension abzugeben und insgesamt deine Reputation aufzubauen. Es ist also relativ leicht, überzeugender zu werden, ein echter Zeuge zu werden, ohne dass du andere manipulieren musst. Deine Aufgabe ist also, dir richtige Sach- und Fachkenntnisse zu beschaffen, Erfahrungen zu beschaffen, Umgang mit den Produkten und den Dienstleistungen und diese zu teilen. Deine eigenen, aber auch die Erfahrung deiner Kunden. Der zweite Schritt ist natürlich, möglichst viele Kunden auch zufriedenzustellen und dir drittens dabei die Erlaubnis zu holen, dass die dich auch bewerten, Rezensionen schreiben und für eine ordentliche Reputation im Netz, aber auch offline zeugen. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, deine Überzeugungsfähigkeit, aber auch deine Reputation im Internet stetig zu steigern, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur gute Unternehmensberater, Coaches oder Rechtsanwälte und Steuerberater im Team, sondern auch hervorragende Marketing-Experten. Und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, dich dabei zu begleiten, dass du eine maximale Überzeugungsfähigkeit im Internet hast und dich deutlich von den Mitbewerbern abgrenzt. Also, like jetzt das Video, buche jetzt unseren Kanal und buche jetzt auch das kostenfreie Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer.